Das ist ein illustres Feld am Start, ein starkes Feld am Start. Mal schauen, ob wir alle noch eingeblendet bekommen. Da sind sie, die Startnummer 3, die Bahn 3, die bleibt offen. Enrico Günther, der Weitspringer vom LC Schaffhausen, der so unglaublich stark in die Saison gestartet ist, mit ein bisschen zu viel Rückenwind. In Langenthal lief er im Bereich 10.5, dann Vanhea Pin vom LV Winterthur, der Altmeister, dann Martin Fuchs fehlt, Silvan Vicky, der mit 10.35 in die Saison gestartet ist und somit auf Platz 3 der europäischen Bestenliste liegt. Erich de Groot vom LC Luzern, der junge Mann, schon 10.76 gelaufen in seiner Karriere, und der 400-Meter-Hürdenspezialist vom LC Zürich, Sales Inglin, auf der Bahn 6. Und Vicky, schnell gestartet, er wird dieses Rennen gewinnen, aber in welcher Zeit? Er zieht es durch, Vicky in Front, und er gewinnt in 10.41, inoffizielle Zeit für Silvan Vicky, wieder im Bereich seiner Zeit wie in Langenthal. 10.41 für Silvan Vicky. Ganz zufrieden scheint er nicht. Er wollte wahrscheinlich seine 10.35 verbessern.